Was geht, Bönnischer Nation? Mein Name lautet Danny Bönnisch. Willkommen zu einem neuen Part von Road to Commander. Jeden Morgen für 2, vielen Dank fürs Einschalten. Und endlich geht es weiter und endlich wieder mit Cam. Wer den letzten Part von Road to Commander hier in der B2 verpasst hat, ich habe den letzten Part ohne Cam gemacht und das war wirklich sehr anders. Aber es kamen gute Gameplays dabei raus, weil ich mich mehr auf so Gameplay konzentriert habe. Was ich allerdings machen könnte, ich könnte ja quasi, ich starte schon mal ein Spiel, damit wir nicht so lange dafür gebrochen werden. Ich könnte ja quasi die Cam ignorieren und so tun, als würde ich mich gar nicht aufnehmen, wenn ihr versteht, was ich meine. Allerdings ist es leichter gesagt als getan, weil ich immer in die Cam schaue. Zum Beispiel jetzt schaue ich in die Cam und ich kann die Cam nicht ignorieren. Für mich seid ihr die Cam in dem Moment. Ich schaue, weil ich in die Cam schaue, zu mehreren tausenden Menschen. Mich persönlich, bei mir ist es so. Und für mich ist es auch für ein paar Leute wahrscheinlich, wenn die mich so sehen würden, wie ich mit mir rede. Beziehungsweise mit mir selber rede, jetzt hier zum Beispiel mit meinen Nachbarinnen. Oder zum Beispiel meine Nachbarn, die wissen gar nicht, die wissen, dass ich alleine zu Hause bin im Moment. Aber ich rede aus irgendeinem Grund, wisst ihr? Und die denken, ich bin geistig gestört. Dabei vlogge ich quasi mit der Cam, also mit euch, ich rede mit euch und zocke nebenbei. Das wissen manche Menschen nicht und ich habe schon Lust auf Bailout, also bitte, bitte wechselt die doch bitte mal nicht. Das ist so eine coole Map, die will ich nicht wechseln, genau. Das ist richtig. Und ich finde persönlich einfach, ich weiß nicht, aber so im letzten Video ohne Cam, da hat mir einfach was gefehlt irgendwie so. Auch wenn ich manchmal echt scheiße aussehe. Manchmal, ich kann nicht immer so gut aussehen. Heute gehe ich übrigens zur Frisur, ich lasse mir wieder hellbraune Strähnen reinmachen. Was richtig geil sein wird. Und lasse mir meine Haare ein bisschen schneiden. Dann sehe ich wieder ein bisschen besser aus. Aber ich achte mittlerweile auch schon sehr auf mein Aussehen. Naja, zumindest wieder. Zum Beispiel jetzt, dass ich wieder täglich immer Sport treibe und sowas ist mir sehr, sehr wichtig geworden. Weil ich glaube, 2 Monate lang keinen Sport gemacht und ihr habt ja gesehen, es kamen kaum Videos. Und ja, es lag daran, wirklich. Weil man fühlt sich einfach so, einfach wie so ein Penner fühlt man sich. Müsst ihr euch mal so vorstellen. Man fühlt sich einfach so richtig scheiße fühlt man sich. Gut, wir spielen mit der Farmers am besten. Wie gesagt, ich werde die Parts ein bisschen länger machen. Damit ihr auch ein bisschen mehr davon habt, aber das ist gar nicht so der Hauptgrund, sondern einfach weil, ja. Weil es einfach so ist. Da kommen immer welche lang gelaufen, deswegen nehme ich immer ganz gerne diese Abkürzung. Das ist voll cool, macht ultra Spaß. Da ist ja, da sind die definitiv. Oh mein Gott. Wo sind die, wo sind die? Irgendwie, diese Map ist. Oh, die. Ich wisst ihr was, ich nehme mal die Tar. Ich habe richtig Bock auf die Tar. Hä, wo sind die denn alle? Oh mein Gott, die sind. Das. Was zum Teufel? Das hasse ich, das hasse ich. Ich renne durch die ganze Map und guck mal, was passiert. Ich spucke schon wieder rum, Alter. Ich renne durch die ganze Map und schau euch mal, was passiert. Dieser Motherfucker, Alter. Nimm das, du Wichser. Na, was? Ah, das war ja okay, alles klar. Den haben wir bekommen. Vielen Dank, du Missgeburt, Alter. Keiner mag dich, nicht mal deine eigene Familie. Nein, war nur Scherz. Oh mein Gott. Ey, dieses Spiel ist doch. Komm schon, Leute. Das Spiel ist schon so verdammt alt. Ich kann das gar nicht mehr nachvollziehen. Übrigens, ich will zum Friseur gehen. Gleich. Aber ich habe erst so 15. Mein Gott! Was macht denn die? Feindliche Aufklärung, ohne Gesichter. Lass mich hier durch, du Motherfucker. Wenn du mich killst mit deiner scheiß Tube, ich bring dich nicht um. Mein Gott, ich hab. Das erinnert mich irgendwie an das erste Spiel, wo ich geragequittet bin. Ich werde auf jeden Fall mir jetzt den Luxus erlauben und zu ragequitten. Weil ganz ehrlich, wenn es zu heftig wird, dann habe ich auch keinen Bock, um ehrlich zu sein. Ja, wenn es zu heftig wird, habe ich auch keinen Bock. Das ist zu viel für mich. Ich habe 1:5, wisst ihr? Das ist einfach zu viel nach einer Zeit. Ich kann auch gar nicht wirklich viel machen. Weil die einfach so rumcampen, rumschuben, die Missgeburten. Und dann sehe ich einen Gegner. Und ich wette, der hat auch eine Tube. Wenn er mich jetzt killt, dann ragequitte ich und schrei ich. Oh Gott, ich bin sogar in der falschen Position. Gott, das sagt sie auch immer. Der hat dann sogar eine Tube. Ich spiele erstmal weiter hier. Ja, es hat kein. Ja, ich ragequitte von den Bastarden, Alter. Das macht keinen Spaß. Ich wette aber, ich komme sowieso wieder in dieselbe Lobby. Ich wette. Ich kann mit euch wetten. Ja. Ja, jetzt komme ich mit. Ach komm. Die Missgeburten, Alter. Macht keinen Spaß mit so dullig zu spielen. Das macht keinen Spaß. Ihr merkt selber, die sind behindert, die Missgeburten, Alter. Gib mir eine andere Waffe. Es hat geleckt, deswegen konnte ich mich nicht entscheiden, Alter. Die sind immer noch da. Oh, Jesus. Das einzige Gute, was jetzt gerade
was es gebracht hat, ist, dass mein Score resettet ist. Das bedeutet also, ich... Ja, du Pisser! Das macht keinen Spaß! Mein Score ist resettet, das bedeutet also, dass... Ich sterbe gleich, ey. Ob von da oder von da, ich habe keine Ahnung. Ich sterbe auf jeden Fall gleich. Ich kriege einfach keine Kills. Wieso nicht? Gott, als ich ohne Cam gespielt habe, war ich viel besser. Das ist so cool. Ich fühle mich so beobachtet. Könnt ihr bitte nicht auf die Cam schauen? Ich fühle mich richtig beobachtet. Richtig. Und ich mache nie wieder Videos ohne Cam, Alter. Oh mein Gott, ich komme nicht mehr klar. Gott, dieser Part ist bescheuert, Alter. Also wenn ich jetzt sterbe, ohne einen Kill zu bekommen, dann... Dann bin ich richtig wütend. Ja, die... ohne Scheiß, die spawnen immer da, wo ich sie nicht haben will. Was? Oh, sorry, ich muss mit meinem Headset besser umgehen, das ist neu. Aber ich... Ich kann im Moment nicht spielen, ich weiß, ich habe das verlernt irgendwie. Wenigstens gewinnt, naja, nicht mal das. Ja genau, das war geplant. Dieser... Sorry Leute, darf ich das Wort sagen? Darf ich das Wort sagen? Oh mein Gott, ich bitte dich, du P... Komm schon, hör auf zu campen! Jesus, Alter. Was? Wenn ich jetzt sterbe, ohne einen Kill zu bekommen, bin ich sowas von... Ich treffe einfach niemanden. Ich bin zu schlecht, ich... Bitte. Ich treffe einfach niemanden, keine Ahnung. Meine Hände schwitzen, es ist auch ein bisschen... Das ist so behindert, Alter, ernsthaft. Das ist richtig behindert, Leute, es macht keinen Spaß. Hoffentlich wird's nächstes Game besser, Alter, sonst lass dich noch aus. Oh Gott, bitte. Eliminier den Bastard, der da campt. Hier ist einer doch, oder nicht? Pisser, verpiss dich, du verfickter Sniper. Keiner mag dich, keiner. Sie sind 100% nicht alle hier, 100%ig. Ja, meine Teammates sind nicht mal besser. Wisst ihr was, ich sollte die Tar nehmen, mit der bin ich besser, Alter. Ich fühle mich gerade gar nicht nach der Farmers. Mein Aiming sagt mir einfach nicht zu. Mit der Tar kann ich ja noch verfehlen, wisst ihr, dann... ist es ja gar nicht so schlimm, aber... mit der Farmers darf ich nicht verfehlen. Ansonsten sterbe ich halt. Was? Was? Wie viel brauche ich denn, Alter? Ich campe jetzt hier auf wie so eine Missgeburt. Also der Typ, der macht mich echt, der macht mir mein Leben schwer, Alter. Der macht mir mein Leben extrem schwer. Also mit dem ist echt nicht so Spaß. Ich nehme mal die Tar, damit wir auch langsam freischalten können. Das wäre so geil, dass ich gar nicht mehr, dass es gar nicht mehr geiler sein kann. Eine gute Neuigkeit, wenigstens wir gewinnen. Alter, wenn die... Kann ihr bitte jemand sagen, dass sie keiner mag, Alter? Dieses Missgeburtenkind, Alter. Seht ihr mein Aiming? Seht ihr das? Seht ihr das? Ja gut, jetzt ging's noch so, aber... Ja, jetzt geht's auch noch so, aber irgendwie ab und zu habe ich so Aim-Aussetzer. Ab und zu habe ich nur so Aim-Aussetzer, dann treffe ich einfach nicht. Aber ich freue mich schon so, wenn ich Ninja habe, ne? Der hat Payflow, der missgeborenen Sohn. Spaß. Ich nehme alles zurück. Mein Teammate ist der Beste. Danke, Danny. Es ist eine Ehre für mich, in deinem Team zu sein. Ihr solltet es auch, lieber. Ich habe scheiße gespielt. Tut mir echt leid. Es liegt nicht an der Cam oder sowas. Es liegt einfach nur daran, dass ich... Ich schwitze. Mir ist warm. Ja, ich habe halt keine Drogen heute genommen. So. Sie wurden befördert, meinte ich. Übrigens, mir fehlen noch 3 Wochen, dann habe ich mein Fitnesstraining absolviert, mein Homeworkout. Und ich bin schon viel, viel definierter, Leute. Vielleicht mache ich sogar, wenn ich es schaffen sollte, so richtig definiert zu werden, ein Video, wo ich posen werde. Um anzugeben. So, ich überlege gerade.
Wir werden mit der TAR spielen, denke ich. Mit dem Rotpunktvisier. Obwohl Rotpunktvisier auf der TAR immer so fraglich ist, ne? Weil das Rotpunktvisier für die TAR ist immer so komisch. Übrigens, wir werden auf jeden Fall eine andere Map nehmen. Bitte gib mir eine gute Map, bitte gib mir eine gute Map, bitte gib mir eine gute Map. Ja, 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 ja. Ich, oh, wisst ihr, was gerade passiert ist? Aus irgendeinem Grund habe ich gar nicht Trailer Park gesehen und habe mich schon gefreut, weil ich irgendwie so im Instinkt hatte, dass irgendwas Gutes kommen wird. Und habe schon ja geschrien. Richtig merkwürdig, Alter. Ich würde schon fast sagen, das ist ein Fall für Galileo Mystery. Wer kennt das? Gibt es eigentlich noch Galileo Mystery? Ich weiß nicht, dass es Galileo noch gibt, aber... Schaut, das ist gar nicht mehr so in, ne? Das war damals mal richtig in. Aber mittlerweile schauen das nicht mehr so viele Leute, Galileo allgemein, meine ich. Ich glaube auch, die Folgen wiederholen sich auch ziemlich, weil... Ich glaube, denen gehen langsam die Themen leer. Weil die komisch sind. Die sind so merkwürdig, die Galileos. Genau. Galileo war ja... Das war eine Person, ne, damals irgendwie. Die war extrem schlau. Korrigiert mich bitte, wenn es nicht stimmt. Auch 1% der Dinge, die ich sage, die können auch mal nicht stimmen. Von 200% natürlich. 1% von 200%. So. Die TAR. Machen wir mal den Sound ein bisschen lauter. So. Das Geile ist bei diesem Headset, bei dem Astra 50, was ich gerade hier trage. Übrigens, einen Moment mal bitte. Ich muss kurz einen Multikill abholen. So, danke für den Multikill. Fuck. Oh Gott, ich liebe es, wenn es so mit Ankündigung ist. Das ist ein geiler... Oh Gott, Teammate, Piss, Alter. Mit dir macht gerade das Leben keinen Spaß, Alter. So, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah, ich habe kein Rotpunktvisier drauf übrigens, fällt mir da auf. Ziel neutralisiert. Von links. Ja, okay, ich habe das Schritte gehört von links. Ah, da. So, den habe ich gesehen. Habe seinen Kopf gesehen. Der war so schön, dass ich ihn nicht verpassen konnte. Genau. So. Nein, oh mein, wie schade. Ich mag so gerne Marmelade. Ah. Ich hasse es schon. Mit Schalllimper, wenn mir sowas nicht passiert, wisst ihr? Ach, Jesus, komm schon. Soll ich mal ein Game machen mit der Tube? Das wäre richtig geil, wenn ich mal ein Game machen würde mit der Tube. Das wäre mal eine richtig geile Idee. Meine Teammates gehen mir auf den... Nein! Jesus, bitte! Mann, das ist doch nur ein Game, bitte! Oh mein Gott! Die Leute tun so, als wäre das... Als wäre das lebenswichtig. Dass sie jetzt jemanden killen. So, keine Ahnung, Alter. Dabei sage ich mir immer und immer wieder, das ist nur ein Spiel. Das soll man nicht zu ernst nehmen. Der Typ nimmt es wesentlich zu ernst, das Game. Wesentlich zu ernst. Das merke ich einfach, wenn die wirklich ihr Bestes geben. Und die wissen, dass es nichts bringt und dann... Ja, genau, das sage ich mir auch immer, wenn ich die Drogen nehme. Wir verlieren sogar das Game. Feindliche Aufklärungsdrohne, feindliche Harrier, Wichser, Hunde... Ich glaube, ich werde einfach wieder Rage quitten, weil... Ja, ist mir auch scheißegal von den Motherfuckern, Alter. Brauche ich gar nicht mit den Bastarden zu spielen. Ah, was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie hat er mich gespielt? Das will ich sehen. Natürlich. OMP, beste Waffe ever. Ich bin gerade gespawnt. Danke, dass... Okay, ich... Ich hab mal ein Video von mir, beste MW2-Spieler betitelt, ne? Und damit... Oh je, was habe ich für ein Score? 7-9. Ich kann nichts machen, ihr seht's. Ich kann gar nichts machen. Ich habe den Titel, beste MW2... Alter, der ist das, der Hoden-Bastard, Alter. Ich kann nichts machen. Es ist so... Weiß nicht, Alter. Es sind einfach Missgeburten. Was haben wir mit Teammates für Scores? Schau ich mal die Scores meiner Teammates an. Schau ich das mal an. Ja, ich denke, ich rage quitte. Ja, hat keinen Sinn, denke ich, mit denen zu spielen. Das hat gar keinen Sinn. Das macht auch keinen Spaß. Bitte lass mich nur nicht in dieselbe Map kommen. Das wäre ein Horror für mich. Oh, Jesus. Das ist echt anstrengend. Ich muss ehrlich sagen, das ist extrem anstrengend, mit solchen Losern zu spielen.
Macht auch wirklich keinen Spaß, wenn die so rumcampen, dann rage quitte ich einfach, weil das geht gar nicht. Auch wenn das Road to Commander dann quasi länger dauert. Ja, boah. Wir haben noch nie auf High Race gespielt, fällt mir gerade auf. Noch nie. Oder? Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass wir das letzte Mal auf High Race gespielt haben. Ich denke, ich bleibe hier erstmal kurz drin. Vielleicht kriegen wir High Race, das wäre richtig geil. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Das habe ich jetzt total vergessen, leider. Tut mir echt leid. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Ah, deswegen. Ich habe die falsche Klasse genommen. Obwohl sie eigentlich... Das war die falsche Klasse. Das hat mir einfach Pech eingebracht, deswegen. Ich habe keinen Bock zu warten immer. Das dauert mir immer zu lange, dieses Warten. Es nervt einfach. Ich wünschte, das Spiel wäre... so richtig neu. Das wäre so geil. Ja, ich denke, ich in 10, 9, 8 rage quitte ich. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, okay. Wir suchen eine andere Lobby. Das ist so eine kleine Angewohnheit bei mir, wenn ich... Ja, die joinen mir immer nach, ne? Sind das Missgeburten oder was? Wenn es zu lange dauert, werde ich einfach schneiden. Ja, ich denke, ich werde schneiden, weil es dauert zu lange einfach. Oh, so, jetzt müssen wir wieder ein neues Spiel beginnen. Diesmal hoffentlich mit anderen Leuten. Es tut mir mal leid, dass ich cutten muss. Oh, fuck. Eigentlich will ich nicht so gerne cutten im Road to Commander. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass MW2 vor allem um diese Uhrzeit, so Mittagszeit, ist immer sehr, sehr wenig los. Und es dauert immer so lange. Und das ist immer sehr, sehr frustrierend, muss ich sagen. Wenn ich in die Lobby komme, die so von voller Bastarden ist. Und dann will ich die Lobby verlassen und komme entweder in dieselbe Lobby oder finde keine mehr. Habe ich das Gefühl, dass es die einzige Lobby hier ist. Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl. Und manchmal habe ich sogar das Gefühl, ich täusche mich nicht mal mit meiner Vermutung. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es spielen wirklich so wenige nur noch. Allgemein Call of Duty ist im Moment für viele einfach nur, ja, ausgelutscht. Ist halt ein bisschen scheiße, muss ich sagen, weil damals war Call of Duty richtig in. Und ich bin mir sicher, Call of Duty... wird gar nicht... Oh, wie habe ich einen Kill bekommen? Habt ihr es gesehen? Hab irgendwie einen Kill bekommen, Leute. Ich weiß nicht wie. Ich kann euch das nicht erklären, wenn ihr es wisst. Anscheinend war er beim Last Stand, ne? Ich glaube, er war im Last Stand, die Missgeburt, Alter. Nein, oh! Nein, der 3 Kill! Oh, mein Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Alter, hat er sich reingeschlichen. Unglaublich. Unglaublich, wie er das gemacht hat. Das war voll cool. So, gehen wir hier raus. Ich hasse es, hier drin zu sein. Gefällt mir gar nicht. Der ist tot, auf jeden Fall. Nein, bitte nicht, bitte. Oh, Mann. Was? Von wo? Okay, von da. Manchmal sehe ich die einfach gar nicht. Oh, verdammt. Nein! Gott, dieser perfekt. Ich merke schon, Alter. Wenn mir extrem auf die Nerven gehen wird. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass mein Gameplay gerade so schlecht ist, aber... Ich weiß nicht, Alter. Ich kann... Hör auf mich zu messern, du Loser, Alter. Keiner mag dich. Es tut mir echt leid, ich kann nicht wirklich was dagegen tun, ich weiß nicht. Es gibt halt nur mal Folgen, da bin ich halt nur mal schlecht, ich weiß nicht, wieso. Ich kann es dir nicht so erklären. Manchmal bin ich Call of Duty ein Gott, manchmal bin ich aber einfach so... eine Missgeburt, ich weiß nicht. Jetzt, ich weiß nicht, ich kann da nichts machen. Ich würde gerne, ohne Scheiß, ich glaube, ich beende den Part auch für heute. Ich fühle mich einfach nicht danach so... Ja, jetzt... Guck mal, ich hab nur Pech die ganze Zeit. Ich sehe einen Gegner und dann gibt's eine Hausmigration, Alter. Missgeburten, Alter. Geh mal kacken, ey. Mein Gott! Langsam ist es echt gestört, Alter. Denke ich mir auch langsam so, ist nicht mehr witzig, Alter. Missgeburten, ey. Ich fühle mich... Ich kann gerade gar nicht spielen. Das erste Gameplay war richtig geil. Ja, wir verlieren auch schon wieder. Das ist das Schlimmste. Wisst ihr, wenn ich wenigstens schlecht spiele, meinetwegen, okay, dann ist es meine Schuld. Aber mein Team macht wieder auch nur Scheiße, Alter. Mein Team macht auch nur Scheiße. Ah! Es ist sogar... Wir sind sogar... Mein Gott! Langsam liegt es mir auf den Pisser, du Wichser! Bitte nicht, ja, nein, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Game.
Ich bin extrem verzweifelt in dem Moment, Alter. Nein, bitte nicht auf mich. Das ist so scheiße und bitter. Feindliche Harrier, oh mein Gott. Ey Leute, ohne Scheiße, es macht gerade keinen Spaß. Wirklich nicht. Ich kann gerade einfach nicht zocken, ich weiß nicht. Ich kann nicht einschätzen, von wo die Gegner kommen, das ist einfach so unfair. Ah, der, ja, ich habe zwei ermordet, verstehe. Der, ja, tut mir leid, ich sag langsam das Wort Hudeln so, das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich finde das immer ein bisschen krass, muss ich sagen, das Wort. Für nur ein Spiel quasi, wisst ihr? Ich meine, was kann seine Ma dafür? Ja, sie hat ihm das Spiel gekauft, ja, sie kann doch was dafür, Alter. Seht ihr, das meine ich. Ich kann ja nicht mal was dafür. Und ich hasse das. Ich weiß nicht, Alter. Man kann mich dann deswegen nicht mal schlecht betiteln. Es ist einfach nur so, dass die so total... Ja, sowas zum Beispiel. Es ist einfach mein Team verkackt und die Harrier killt mich. Ich finde das so unfair, wirklich. Die Gegner haben es ja nicht mal verdient. Teammates! Ich meine das ernst! Teammates! Verpiss dich! Mir bleibt nichts anderes übrig. Zerstör die Scheiße in der Luft, du Bastard, Alter. Geht doch. Seht ihr, er gehorcht meinen Befehlen. Das geschieht ihm auch recht. Oh, Jesus. Ich hab so Schiss vor denen, ne? Ich hab so richtig Schiss vor denen. Die machen mir echt richtig Angst, Alter. Ich hab ernsthaft, ich geb mein Bestes hier. Obwohl meine Hände jetzt gestern so ultra schwitzen, aber ich gebe mir wirklich Mühe. So wenig zu sterben wie möglich, aber ich kann nun mal nichts machen gegen diesen Explosionsradius. Die schießen irgendwo hin und treffen mich einfach. Es tut mir natürlich leid dann, aber... Oder ja, sowas, sowas. Schau ich das mal an. Lass uns das mal gemeinsam anschauen, diesen Moment genießen. Ja, man könnte jetzt sagen, ja, dann zieh doch einfach besser. Ah, der hat eine Pille, ja, da brauche ich gar nicht durchschießen. So, werfen wir mal eine Semtex da rein, vielleicht killen wir ja, ne? Ja. Meine Semtex sind eigentlich normalerweise immer ganz in Ordnung, muss ich sagen. Oh Gott. Jesus, also wenn der Tube nicht trifft, dann trifft der Sniper. Und das ist immer wieder so. Das ist schrecklich. Sniper, oh, bitte! Oh Jesus, was für eine... Ich frage mich, ob er das mit Absicht macht. Bin ich eigentlich offline gestellt? Weil manche Leute joinen auch nach und wollen mir das Leben richtig schwer machen und machen das mit Absicht. Also ich will mich auch gar nicht drüber aufregen, weil die freuen sich ja nur, wisst ihr? Die freuen sich ja nur. Alter Schwede, wow. 20 zu 19, das war einer meiner besten Scores, die ich jemals hier hatte. Hab manchmal das Gefühl, die Leute wollen mir das richtig schwer machen, das Leben. Alter Schwede, und meine Teammates sind nicht... Haben wir gewonnen? Ne, wir haben 100% nicht verloren, 100, ja, wir haben verloren. Ja, wir haben definitiv, ja, oha, 21-4 hatte der eine sogar. Aber es war entweder der OMP-Bastard oder der, ja. Subbase, bitte nicht wechseln. Gott, Subbase wird immer gewechselt. Bitte nicht wechseln, bitte nicht. Ich habe noch nie Subbase hier im Road to Commander. Bitte, ich meine das ernst, Leute. Subbase ist so eine tolle Map, die wollen wir nicht wechseln. Die ist so schön und bunt. Nicht wirklich, sie ist eher weiß die ganze Zeit. Aber gut. Und wir haben sogar einen Deutschen in der Lobby. Der ist ja richtig stolz auf sein Land, dass er sogar das Emblem nimmt. Finde ich gut, wenn man stolz auf sein Land sein kann. Finde ich richtig geil. Okay, wir gucken mal. Ja, Tame Challenger, vielen Dank.
Sowas wie Schaft gibt es hier allerdings nicht, ne? Nee, glaub nicht. Okay, alles klar. Ah, ich freue mich gleich auf meinen Friseurtermin. Ich nehme mir gerade ein paar Videos für euch auf, weil ich das voll nett finde. Übrigens, falls jetzt einige nicht zu Ende geschaut haben, werde ich das noch im nächsten Part wahrscheinlich erwähnen, falls ich es nicht vergessen sollte, gleich am Ende, Anfang des Videos. Ich bedanke mich viel zu selten für euren ganzen Support in meinen Videos. Ich weiß nicht wieso, ich vergesse es mich immer zu bedanken. Obwohl es ja eigentlich ein Danke von eurer Seite aus sein sollte und von meiner Seite aus. Weil ihr quasi mich supportet. Und ich unterhalte euch ja quasi. Vor allem, ich muss auch eine Sache gestehen. Ein paar Leute sagen ja, ich meine, so, die meisten YouTuber so, die wollen, nicht alle, aber ein paar Leute, die geben sich richtig Mühe, euch zu unterhalten. Die sagen, ich will meine Zuschauer unterhalten. Was ich mache, ich will einfach nur spielen und Spaß haben. Ich weiß nicht, wenn ihr euch unterhalten dadurch fühlt, finde ich das cool. Aber ich will einfach nur spielen und Spaß haben irgendwie. Naja, Spaß bei diesem Spiel ist nicht immer der Fall, ne, aber ich denke, das gehört einfach dazu. Und lade das dann hoch. Beim Editing, da versuche ich es unterhaltend zu gestalten, aber nicht im Videos machen. So, du Wichser, der hatte die, oh, der ist so gruselig. Oh mein Gott, knapp. Ja, der kommt von da. Habe ich gehört. Nein, oh, wie schade. Habt ihr das gesehen? Nee, wisst ihr, habt's nicht gesehen. Natürlich habt ihr das gesehen, was für eine Frage. Gott, ich hier Danny Burnett. Oh je, das war, der hatte mich. Nein, mein Herz, Alter, mein Herz. Jesus, Kommando, das ist so unfair, diese Games im Moment. Guck mal, stuck. Oder kill. Ja, ich wusste es. Weil irgendwie so. Die wollen aber auch. Die sind echt heftig, die Gegner, Alter. Die sind echt richtig heftig. Wow, jetzt beginnt's wieder. Wenigstens führen wir. Gewinkel. Der ist da. Ach, keine Ahnung, ich habe keine Zeit, mich mit diesem Bastard zu beschäftigen jetzt. Ja. Camper sollte man am besten einfach ignorieren. Was, er hatte, oh, er hatte, ja. Sorry, ich kann wirklich gar nichts machen. Ihr seht's selber. Dagegen kann man einfach nichts machen. Nicht mal den größten Pro, wirklich nicht. Das ist halt in Black Ops 2 irgendwie nicht so. Da benutzt kaum einer die Tube. Weil die Tube in Black Ops 2 einfach kein Effekt hat, habe ich so das Gefühl. Wisst ihr? Hier ist es einfach so. Man kann sich. Ich will mich gar nicht beschweren, so, weil die Spiele schon so alt und diese Diskussionen sind schon. Einfach auch so alt, diese Diskussionen hier um das Spiel. Man muss sich auch gar nicht mehr so wirklich beschweren. Dass es unfair ist und sowas. Ist halt schon ziemlich alt und. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Ich freue mich schon, wenn ich endlich auf der Tumor spielen kann. Das wird so ein cooles Gefühl sein, dass ich mir im Video jetzt immer einmal Spaß werde ich gar nicht. So, mal sehen, vielleicht kriegen wir den. Ja, vielen Dank. Wenigstens habe ich einen Kill bekommen. Am Anfang sah es hier so aus, als würde ich gar nichts bekommen. Ich warte hier kurz mal, ich will meine Harrier bekommen, noch einen Kill deswegen. Komm schon. Sei ein Gegner. Okay. Danke. So, Harrier platzieren wir ganz genau hier. Das ist ein cooler Ort. Ja, bitte gib mir Kill. Nein! Feindliche Aufklärungsdrohne, verdammt. Jetzt fühle ich mich richtig unsicher. Oh, verdammt. Oh mein Gott, ich fühle mich dann so unsicher. Die gehen wahrscheinlich alle rein jetzt. Oh mein Gott. Der Typ, der macht mir das Leben so hart, ne? Echt krass, Alter. Der messert nur, habe ich das Gefühl. Der nervt. Der nervt einfach. Und der beschert sein Team Aufklärungsdrohnen, was mich ebenfalls nervt. Wodurch ich meinen Payflow nicht bekommen habe. Wow! Ach, so behindert, Alter. Ja, ich denke, das ist ja mein letztes Spiel für heute. Der Part geht ja auch dann lang genug, denke ich. Nur wie gesagt, das ist totaler Bullshit. Ich denke, abends. Ist einfach besser. Im Moment spielen das Spiel so viele Europäer und Franzosen und sowas. Ja, das ist einfach sofort klar, dass alle sterben. Mit C4 und sowas. Achtung, feindliche Vorräte. Ja, feindliche für deine Mutter. Feindliche Mütter sind. Keine Ahnung. Ja, komm schon, Alter. Mann, das ist einfach so unfair, wie ich hier gerade die ganze Zeit versage.
Nee, es ist wirklich extrem unfair. Also wirklich sehr stark unfair. Aber gut, was soll ich machen? Vielleicht können wir uns ja noch bemühen, das letzte Spiel für heute wenigstens zu gewinnen. Headshot, du Loser. Wir bekommen viele Headshots mit der Tar. Ich glaube, sie hat so einen leichten... Oder ich nehme die... Nee, ich wechsle die nicht. Sie hat leichten... Sie tendiert so leicht nach oben zu gehen. Die kommen jetzt alle... Von hinten könnte aber auch einer kommen. Ich weiß gar nicht. Von da kommen aber die meisten. So. So, von hier kann man einmal alle... Das ist so ein Overpower... Das Spot, muss ich sagen. Das ist echt ein richtig guter Spot, wenn ihr... Wenn ihr hobbymäßige Camper seid, wie ich. Oder hier der Spot auch. Hier so... Oh, der ist richtig OP, der Spot. Da kann mir keiner was. Ja, okay, außer eine Tube. Das stimmt allerdings. So, mal sehen. Na, schade. Ah, fuck. Der Typ ist da, ich... Nein, meine Nase juckt. Oh, was? Habt ihr... Was? Okay. Nein! Was? Oh, nein, Alter. Habt ihr es gesehen? Alter Schwede. Das war ein richtig geiler Kill, muss ich sagen. Der Kill war einfach so hübsch. Danke dir, ich bin so glücklich. Ja, bitte mich, danke. Missgeburt, Alter. Ich hasse diese Gegner hier im Game. Aber ich denke, ein paar Leute tun das mit Absicht. Deswegen versuche ich mich auch gar nicht über aufzuregen, um ganz ehrlich zu sein. Beste Semtex ever in meinem Leben, die ich jemals werfen durfte. Komm schon, töte sie. Jesus! Wisst ihr was? Ich spiele. Habe ich die RPG auch? Ich weiß gar nicht. Habe ich die? Dann ja, dann spiele ich mal im nächsten Video mit der Tube. Mach ich mal. Verdammt, ich brauche aber noch mehr Explosivschaden. Gut, wir haben 24 zu 12. Ja gut, die Scores und die Gameplays waren nicht so gut in dem Gameplay. Ich habe mich zu viel aufgeregt. Aber wie gesagt, ich kann es manchmal nicht ändern. Es ist heftig. Es ist wirklich, wirklich heftig manchmal. Oh mein Gott, der Controller vibriert bei meinem Penis. Das tut voll gut. Ja, das ist voll gemütlich. Ich kann mir das vorstellen, wenn man eine Frau ist, dann tut das auch gut. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bewerten und kommentieren bitte nicht vergessen. Abonniere jetzt meinen Kanal, um der jessischen Nation beizutreten. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bestes in Outdriver. Tschüss.